Kuba kehrt langsam zur Normalität zurück. In dieser Woche gab es im ganzen Land erste Lockerungen der Corona-Beschränkungen, mit Ausnahme von Havanna und Matanzas. Dort gab es in den vergangenen 15 Tagen noch Neuinfektionen. Schwer wiegt der wirtschaftliche Einbruch. Es gibt vor allen Dingen Probleme mit der Lebensmittelversorgung. Davon zeugen die langen Warteschlangen allenthalben. Besonders schwer trifft der Einbruch des Tourismus die kubanische Wirtschaft. Trotzdem soll es keine abrupte Öffnung geben. In einer ersten Phase soll zunächst der nationale Tourismus wieder hochgefahren werden. In einer zweiten Phase, ab dem 1. Juli, dürfen auch internationale Gäste wieder die Insel besuchen. Zunächst jedoch nur die Cayos im Norden und Süden des Landes unter Einhaltung eines strikten Hygieneprotokolls. Auch kommerzielle Flüge bleiben bis mindestens 1. August ausgesetzt. Adveniat für die Menschen in Lateinamerika.